Und da ja, sind wir auch so richtig pornös und ja, lassen uns gerne anspritzen. Leute, weniger Bong rauchen zum Frühstück, weniger kiffen. Peinlich, Alter, ganz ehrlich. Hat er einfach geheult. Was geht ab? Hallöchen, meine Zuckerbrötchen und willkommen zu einer neuen Reaction. Und heute reagieren wir auf etwas. Wobei, nein, ich fange das anders an. Seitdem ich YouTube mache, habe ich nicht ein Video gesehen, wo so viele verschiedene Leute unabhängig voneinander zu mir gesagt haben, bitte reagier darauf. Und genau deswegen werde ich das heute machen. Es haben wirklich so viele verschiedene Leute zu mir gesagt, ich muss auf dieses Video reagieren. Dieses Video ist wahrscheinlich ist auch gut viral gegangen, weil ich kann mir sonst nicht erklären, wie man überhaupt auf sowas kommt. 372.000 Aufrufe. Und der Titel ist schon interessant und ich traue mich nicht, den Titel auszusprechen, deswegen guckt selber. Da oben links könnt ihr ihn sehen. Traue ich mich nicht auszusprechen. Könnt ihr selber gucken, wie ihr wollt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es auf jeden Fall aussieht. Deswegen würde ich sagen, fucken wir gar nicht lang und legen los mit der Reaction. Aufgesessen, lang die Zügel, sattelfest den Fuß im Wedel, über Feld und über Stein, wer war das wohl? Bin ich jetzt hier komplett im falschen Film oder wie sieht die Sachlage hier aus? Das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina, weil sie Freunde. Also ich sag euch ganz ehrlich, ich habe ja immer gesagt, hört auf mit dem Kiffen, weil das ist nicht gut, hier habt ihr den Beweis. Wir sind immer noch im Fickpalast. Wo sind wir? Und da ist uns aufgefallen, dass wir beide verkiffte Junkies sind. Total auf Reiten stehen. Ja, und, wir sind Reitschwestern. Ich habe auch meinen Reitschwanz immer so gerne. Merkt ihr, wie die so mit Absicht in jedem Satz Schwanz und Reiten, wie die das extra so aussprechen? Da ist auch schon, das ist auch viel Schauspielerei, muss ich ehrlich sagen. Ja, und ganz klar, ein Pferd habe ich noch nie beritten, aber... Ihr wisst ja, wovon wir sprechen. Weil wir so brav eingerittene Stuten sind. Junge, sind die... Ich muss aber auch ehrlich sagen, dieses ganze Szenario, dieses ganze Setting ist für mich viel zu viel Baumwolle und hat viel zu viele arme Penner-Studenten-Vibes, für immer Bahnfahren-Vibes, nie reich werden-Vibes, ungepflegt-Vibes, aber dafür sehr viele Philosophen-Kennen-Vibes. Sprechen wir heute über ein, finde ich, ganz relevantes Thema, was garantiert alle betrifft, ob Männlein oder Weiblein, das ist ganz egal. Worum geht's? Um Sperma, um Abspritzen, um Sperma schlucken, um nicht abspritzen, sondern anspritzen. Ja, ja klar, den Terminus, den muss man natürlich, da muss man sich schon richtig ausdrücken, ne? In so einem Fachjargon. An dieser Stelle möchte ich immer ganz kurz sagen, dass meine Videos manchmal nicht monetarisiert werden, weil ich pervers rede, ja. Wollte ich nur an dieser Stelle mal gesagt haben. Wobei regnen ist jetzt... Jetzt nicht regnen. Konsistenzfrage, ja. Ne? Aber ich habe mir heute erst ein Porno angeguckt, heute Morgen. Was man so macht, ne? Okay. Also das mache ich jetzt auch dann nach dem Yoga. Ach, nach dem Yoga erstmal ein Porno reinschauen. Erstmal die Seele reinigen und die dann vergiften. Meine Entspannungsübung, dass ich es mir selbst besorge. Genau, im Shavasana habe ich Franziska geraten. Genau, mache ich nämlich auch immer wieder hat gerne. Hat mir meine Freundin empfohlen. Wenn man, deine Reiterfreundin. Ja. Wenn man im Shavasana liegt. Ah, natürlich im Shavasana, ja klar. Also für alle Leute, die Yoga nicht kennen, Shavasana ist die letzte und relevanteste Übung im Yoga. Man liegt einfach nur still da, macht gar nichts und entspannt sich. Und in dieser Entspannung werde ich meistens immer rattenscharf, du. Und besorg's mir dann selber. Und dann habe ich der Franziska das auch mal nahegelegt. Dann hat die das heute Morgen gemacht. Ja, und zum ersten Mal habe ich mir dann halt ein Porno angeguckt auch dabei. Und dann habe ich mir auch unter anderem ein Porno angeguckt, wo der Mann dann die Frau halt so ihr so in den Mund... Boah, Bruder, das sind schon arme Gestalten, Bruder. ...gespritzt hat. Und dann ist es auch hier so runtergelaufen. Das hat mich schon ziemlich angetörnt und das wollte ich mir davor nie eingestehen. Weil ich halt dachte so, ich hab das eher so gefühlt, als würde mich der Mann damit dominieren, so seine Dominanz zeigen. Also mit meinen Erfahrungen zuvor. Und das war halt klar, weil jetzt habe ich ja die Erfahrung, ich hatte halt vorher einen Mann, der war in diesem Zustand. Ach was, Alter, gibt es jetzt hier so Zeichentrickpläne dafür oder was? Also in seinem also ein Ego? Ganz klar, die Zeichnung ist ein Ego, ist ganz klar. Dann fand ich das halt nicht geil, das hat mich nicht, war keine schöne Erfahrung. Das hat sich nicht angefühlt, als würde ich mich damit in meine Größe erheben. Mhm. Und jetzt, dadurch, dass ein Mann vor mir ist, der offen ist. Jetzt holt die so einen anderen Zettel raus, der nicht im Ego ist.
also eine empathische Erektion hat. Das ist ganz klar eine empathische Erektionsfoto. Ja klar. Das ist Wissenschaft, meine Freunde. Das ist nicht ein schlechter Pappkarton, wo mit Fineliner drauf gemalt wurde. Das sind wissenschaftliche Erkenntnisse, die hier von der jungen Dame mit dem Pferdestock uns vorgetragen werden. Deswegen schreibt mit und lernt was fürs Leben. Ja, finde ich es richtig geil. Seinen also Samen zu schlucken, genau. Angespritzt zu werden. Ja. Ganz klar, liebe Männer, einige Frauen, die herkamen, also hier nach Netzeband, um mit Steffen was zu erleben. Wer zum verfickten Geier ist jetzt Steffen, Alter? Waren rattenscharf auf seinen Samen, auf das Sperma. Und woran lag das? Weil der Steffen ein richtiger Player ist. Vergangenen Erfahrung. Fand's ja damals nicht geil, sondern eher ekelig. Ja. Und warum findet sie das jetzt auf einmal so anziehend und antörnend? Das hat was damit zu tun, in welchem Seinszustand du bist. Die nehmen das mit diesen Papierzetteln wirklich ernst, ne? Was sind das für Hieroglyphen, Alter? Gedanken, weil deine Gedanken sind in deinem Samen. Und wenn mir als Frau deine Gedanken nicht gefallen, will ich auch nicht deinen Samen schlucken. Hi, Cutter hier. Wenn ihr gerade dabei seid, lasst ruhig mal ein Abo da und so weiter. Aber zu dem Video. Was zur Hölle tust du mir da an? Danke. Weil das ist ja was Energetisches. Ja. Dann habe ich ja richtig gute Gedanken, ey. Und die meisten Männer haben einfach, also das Bewusstsein ist auf einer Ebene von 1. Ja, würde ich auch sagen. 1 bis, ja, 1 trifft das schon ganz gut. 100 sein kann. Und jetzt schwitze ich. Boah, ne, nicht anfassen. Das ist ja auch ein heißes Thema, ja. Ja. Ich mag so, auch sehr. Und boah, das ist schlimm, schlimm. Also das kann ich auch von mir sagen, ich stehe total auf Spermaschlucken. Oh, ey, das schreit so nach Clickbait alles, ne? Anspritzen, ob ins Gesicht, auf den Körper, ich finde das total geil. Und ich kenne auch einige Frauen, und letztens habe ich auch eine Reportage gesehen, wo Frauen befragt wurden, die das so als, das ist schon echt ein krasser Liebesbeweis, wenn ich das Sperma schlucke beim Blowjob. Wo ich mir denke, ey Leute. Das macht die gute, wie heißt sie überhaupt? Die gute Franziska macht das bei jedem. Normal. Aber eben, es ist ja nicht normal, weil die meisten Männer und auch Frauen sind im verschlossenen Zustand. Und dann will die, das Herz der Frau will dann deinen Samen nicht empfangen. Weil dieser Samen, den du in diesem Zustand hast, ist impotent. Der Samen ist impotent. Kein Bewusstsein. Oder zumindest kein Bewusstsein, was die Frau in ihre Größe erhebt. Was Franziska vorhin gesagt hat. Bruder, Dings, hat die Linke einen Damenbart, Bruder? Hat die so richtigen Schnauzer? Wie mein Großonkel? Oder bilde ich mir das eigentlich nur ein? Samen im Ego-Zustand hält die Frau klein. Da kannst du maximal ein Kind mitzeugen. Da kannst du mit dem Samen nur ein Kind mitzeugen. Und keine Häuser mitbauen, leider. Kann das sein? Peinlich, Alter. Da kannst du keinen Weltkrieg mitlösen. Nur ein Kind mitzeugen. Nur. Ist ja nicht so, dass das nur dafür gemacht ist, aber egal. Aber mehr auch nicht. Sonst ist der impotent. Wenn du im offenen Zustand bist, sprich in deinem Herzen und keine Angst mehr hast vor der Frau, vor der kraftvollen Liebe, dann hast du einen geilen Samen. Das ist auch wieder der Fachausdruck. Es gibt einmal impotente Samen und es gibt geile Samen. Und wenn deine Gedanken beim Sex überall hingehen, aber nicht ans Göttliche gerichtet, also ich zeige hier hin, weil hier ist ein Bild. Was ist das für ein Avatar, Jesus, Alter? Genau, das ziehen die jetzt noch so indische Religionen mit in dieses Thema? Steht hier in unserem Schlafzimmer und wenn wir dann so schöne Doggy-Style oder ja, andere Stellungen haben, ich geb mich dann, immer dann so liegen wir hier immer so und das Bild steht so. Wollen die mich verarschen, Bruder? Wollen die mich eigentlich verarschen? Guck mal, ihr merkt daran, dass es denen wirklich nicht um irgendwie Religion oder irgendwie um irgendwas wirklich Geistiges geht, dass die extra diese Wörter so wie so alte perverse Männer so aussprechen, so damit dieses Video viral geht. Haben die auch geschafft. Aber Leute, Finger weg von den Drogen, Alter. Denen geht's wirklich nicht gut. Die haben so viele von diesen ET
ätherischen Ölen da inhaliert, die da im Hintergrund sind. Und ganz ehrlich, wie sieht dieser Raum auch überhaupt aus? Dafür, dass die einen auf so sexy machen, warum haben die so Pennerklamotten an? Und warum ist da hinten links so viel Staub auf dem Boden und überall Kabeln auf dem Boden und so? Ihr wollt doch so, ihr seid doch so Energie, ihr seid doch so Yoga. Bruder, diese Feng Shui von diesem Zimmer ist aber minus 3000. Das kann ich euch jetzt schon sagen, ohne Experte zu sein. Also. Und wenn du auch so ein offener Mann bist, dann ist die Lieblingsstellung der Frau auch die 69. Und dann setzt er sich auch gerne einfach mal auf dein Gesicht. Dann setzt er sich ganz gerne auf dein Gesicht. Ja, du sprichst jetzt nur mal von dir, weil andere Frauen haben auch andere Lieblingsstellungen. Ja, aber ganz klar ist die 69er-Stellung hier ein großer Favorite und gehört zum ganz normalen Kennenlernen. Ja. Egal wie oft oder wie lange wir schon die Frau gesehen haben oder die komplett fremd ist. 69, Sperma schlucken, anspritzen. Ist normal. Gehört zum Standard. Gut. Ist doch irgendwie normal. Aber so wie die das sagen, ist nicht normal. Was steckt in deinem Samen drin? Was gibst du an die Frau weiter? Und ist das was Erhebendes oder was Erniedrigendes? Ja. Und ich will deinen Ego-Samen nicht schlucken. Der Ego-Samen. Die Mutter des ein oder anderen YouTubers, das war ihr Spitzname im Fäkalforum. Aber dein potenten Herzsamen, wo Befreiung drin steckt, weil das ist was Energetisches und jede Frau fühlt das. Warum redet ihr eigentlich wie so ein Hurensohn? Da haben wir Bock drauf. Und ja, sind wir auch so richtig pornös und lassen uns gerne anspritzen. Leute, weniger Bong rauchen zum Frühstück, weniger kiffen und weniger in irgendwelchen Sekten rumhängen, sage ich euch so, wie es ist. Ach, machen unsere Münder auf. Und ich erinnere mich noch. Denken die jetzt wirklich in diesem Moment, dass die so sexy sind oder sowas? Oh, ich erinnere mich noch an so eine schöne Szene unten im Wohnzimmer. Da, passt auf, das erzähle ich euch noch zum Abschluss. Ja, da war die Nathalie noch hier. Und dann hockten wir, Franziska, Nathalie und ich, auf dem Sofa so. Wir müssen weiter nach hinten. Setz dich mal auch hier hin. Ja, also jetzt stellt euch vor, hier ist noch die Nathalie. Oh, jetzt erzählen wir euch hier so Real-Life-Stories. Ich glaube es nicht. Ich verstehe aber, warum so viele Leute wollten, dass ich mir dieses Video angucke, weil sowas, darauf habe ich echt noch nicht reacted in meinem Leben. In der Mitte, ja. So, wir hockten so, Steffen stand vor uns, der hatte so einen Ständer und musste voll in diese Macho-Porno-Rolle reingehen und ist von einem offenen Mund zum anderen gewandert und hat seinen steifen Schwanz in uns hineingesteckt, ja. Und wenn Franziska den in der Hand, den im Mund hatte, dann haben Nathalie und ich so gegiert und oh, jetzt gib mir. Und dann ist... Boah, ich bin sprachlos, ja. Dass ich sprachlos bin, das habt ihr wirklich jetzt geschafft mit diesem Video. Was sind das für komische Leute, Mann. Ist er weitergewandert und dann musste er natürlich auch irgendwann. Weil wir wollten ja auch. Shoutout an den guten Bruder Steffen. Alle wollten den Samen, alle hingen so. Wie im Porno, Leute, liebe Männer, wo seid ihr? Gott sei Dank da, wo du nicht bist. Genauso verfickt, wie wir das gerade gezeigt haben, ist die Frage, ob du offen bist oder ob sie offen ist und einfach mal ehrlich ist und dir das sagt. Und ganz klar sprechen wir ja hier nicht von ganz normal einfach nur Sex und Ficken, sondern ist es immer in Verbindung mit Kundalini. Ach, mit Kundalini, normal, Bruder. Kundalini à la Panna. Und eben mit dieser Szene, die ich gerade beschrieben hat mit Steffen und wie hat Steffen danach reagiert, das war nämlich das Ausschlaggebende, nachdem wir diesen Porno-Blowjob zu dritt erlebt haben, ist der im Wohnzimmer erstmal vor Demut und Dankbarkeit in Tränen ausgebrochen. Peinlich, Alter, ganz ehrlich. Hat er einfach geheult. Dass er das gerade überhaupt erleben durfte. Ja. Weil das ist nicht selbstverständlich. Und hat sich verbeugt. Genau. So zum Tempel. Zum Tempel. Oh, fuck. Ja. Also mit Demut und Hingabe und deinem inneren Kind können sich diese Räume alle eröffnen. Deswegen auch Bibi und Tina. Genau.
Das sind Baby und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind. Tschüss. Liebe Leute. Leute, ihr habt mich geschockt. Mit sowas habe ich nicht gerechnet, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Finger weg von den Drogen, Freunde. Vielleicht reagieren wir nochmal auf diesen Psycho-Kanal. Und schickt mir vielleicht auch mal normale Videos, auf die ich reacten soll. Das ist ja echt unglaublich. Wenn ihr wollt, abonniert mich auf Instagram, Georgina offiziell. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich bin sprachlos, Leute. Passt auf euch auf, bleibt stabil wie Stier, haut rein. Und wir sehen uns bei der nächsten Reaction, meine Freunde. Tschüss. Was für Geisteskranke, Alter.